Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Tomodachis, zu Nexomon, dem ersten Teil dieser Spielereihe. Ähnlich wie Pokémon, Digimon, Monster Rancher oder auch Jade Cocoon ist dies ein Beastmaster JRPG, beziehungsweise ein Beastmaster Monster Collector Game. Ich sag immer gerne Beastmaster RPG. Und ja, ich wollte das Spiel schon länger spielen, ich wusste nur nicht, ob ich es privat angehe oder ob ich es als Let's Play mache. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, es als Let's Play zu machen. Und ja, die einzige Frage, die ich mir stelle, das ist jetzt, sag ich mal, für euch eher unwichtig ist, ob ich das halt erst aufnehme komplett und dann die Folgen raushaue oder ob ich das mache wie bei Stardew Valley, dass ich halt immer mal wieder aufnehme und dann Folgen raushaue. Aber wie gesagt, das ist für euch eher irrelevant, also dumm, dass ich das erwähnt habe. Und ich würde sagen, wir starten mal. Ich bin gespannt, wie das Spiel ist, tatsächlich. So, dann neues Spiel. Junge oder Mädchen? Eigentlich gab es wie gesprungen. Aber wir nehmen den Jungen. Ja, und wie man sieht, der erste Teil, weil das steht bei Steam nicht, auch auf Deutsch. Also deutsche Untertitel. Und ja, ich bin gespannt. Long, long ago, this world once belonged to us, the humans. We were the rulers and masters of this land in this era of prosperity. Okay, und wie kamen da die Monster ins Spiel, frage ich mich jetzt natürlich. On one fateful day, everything changed. Nukleare Katastrophe, das ist das, was man sich irgendwie direkt vorstellt, wenn man an so Monster denkt. Oder Höllentor. Oder Himmel, ja. Unspeakable evil. A creature, a monster. Okay, ein Monster kam aus dem Himmel. He proclaimed himself as Omnicron, the king of the Nexomon. This wicked behemoth threatened to engulf our humanity into darkness. Also das Art-Design gefällt mir schon mal bisher. With one shattering roar, an eternal war between humans and Nexomon began. Also sind das wirklich sowas wie Dämonen, die Nexomons? Over centuries of violence, humans learned how to tame and befriend the Nexomon. And use them to fight against Omnicron himself. Aww. Then, in the midst of a dark age, one brave human warrior rose against all odds. And with the help of his Nexomon companions, he defeated Omnicron. Okay, ihr Büsch. The war ended, and centuries later, we live in a peaceful world along with our Nexomon friends. Bis dato sehen die Monster auch echt cool aus, finde ich. Darkness was forever destroyed. Okay. Or so. Das Böse stirbt nie. Heutzutage. Erstmal ausgenockt. Kann ich aufstehen? Nee. Okay. Omnicron, dies ist das Ende deines Weges, Champion der Menschheit. Mein Aufstieg hat Jahrtausende, bevor du in diesem winzigen Land geboren wurdest, begonnen. Niemand wird Omnicron besiegen, den allmächtigen König der Nexomon. An diesem schicksalhaften Tag wird meine Art aus der Asche eurer Welt wieder auferstehen. Whee! Ach, Weiche, sagt er. Aber er macht davor. Whee!
Habe ich jetzt gerade so beschlossen. Weiter jetzt. Ich bin Omnicron. Okay. Wir sind der Held, wir sind ausgenockt. Und wir haben anscheinend nur geträumt. Begins with a young and normal human child. Little does he know, his life is about to change very, very soon. Voll das Erdbeben. Cool, Gesichtsausdrücke. Ich steuere, by the way, nicht. Das hat er gerade automatisch gemacht. Überprüfe die mysteriösen Geräusche unten. So, kann ich jetzt steuern? Jetzt kann ich steuern. Ich kann sowohl mit dem 3D-Stick wie auch mit dem Analog steuern. Das ist gut. Kann ich auch wieder schlafen gehen. Ich will wieder ins Bett. Okay, das geht nicht. Das können wir nicht. Okay, X scheint so eine Art Pokédex zu sein. Okay. Oberteufel Apito. Schade, dass man den Namen nicht ändern kann, aber ist okay, dann ist es halt mein Steam-Name. Oberteufel A. Also ist unser Vorname hier Oberteufel. Alles klar. Spielzeit 4 Minuten, bla bla bla. Supportcode. Was heißt wechsle? Was heißt wechsle? Ah, verschiedene Avatare. Das ist cool. Warte. Wobei, der ist schon cool mit seiner Cappy und seiner Schutzbrille. Man kann aber quasi auch jetzt noch wechseln. Okay, das ist geil. Das gefällt mir. Zwar eine Kleinigkeit, aber diese Kleinigkeit gefällt mir. Nexopet Profile, by the way. Nicht Pokédex. Der sieht mystisch aus. Warum zur Hölle? Warte mal, ist das eventuell nicht der Charakter, den wir spielen, sondern... warte mal, okay. Anscheinend ist es eventuell wirklich nur... Ist das Spiel jetzt abgestürzt? Nee, okay. Hat aber kurz gehangen. Okay. Uns läuft irgendwie hinterher. Aber das ist anscheinend nur optikmäßig, okay? Dann gehen wir hier nochmal rein. Profil. Wechsle. Erstmal wieder auf ihn zurück. Und ich möchte erstmal kein Vieh haben, was mir hinterherläuft. Aber die sehen schon cool aus, finde ich. Okay, das gibt's ja so mehr oder weniger bei Pokémon auch. Erinnert mich zumindest stark unter anderem an die... Weiterentwicklung von Makabaya, aber der Name der Weiterentwicklung ist mir gerade entfallen. So ein ähnliches gibt es ja auch bei Pokémon. Also der Spirit, ich sag mal, von so Beastmaster Games wurde auf jeden Fall schon mal gut eingefangen. Das hier gefällt mir, das kleine Pupsige. Okay, wollen wir wirklich dieser Charakter sein? Eigentlich ist es scheißegal. Ja komm, bleiben wir bei dem Standard-Skin, den ich jetzt auch gewählt hatte. Was haben wir denn noch? Team. Fähigkeiten-Info, aber mein Team ist leer, klar. Was heißt Datenbank? Oh, what? Verstehe ich das gerade richtig, dass es über 300 Viecher gibt? Das ist das erste Game der Reihe, was ich hier gerade spiele. Okay, 310 Viecher zum Fangen. Speichern, laden. Was möchtest du tun? Wir wollen speichern, einfach mal so, um schon mal gespeichert zu haben. Sicher, dass du dein Spiel speichern möchtest? Ja. Cool, absolut cool. Okay, ich habe gedacht, der zeigt uns dann vielleicht nochmal irgendwie separat das an. RB ist für Option. Das ist nett. Dann können wir die Musik noch ein bisschen anpassen, weil die schallert ein bisschen sehr laut. Vollbildschirm, aha. Im Hintergrund laufen lassen, was auch immer das heißt. Da können wir das Spiel beenden. Ich weiß nicht, ob wir die Option auch separat speichern müssen. Ich würde sogar noch einen kleinen Tacken leiser machen. Dann brauche ich nicht ganz so doll schreien. Okay. Ich speichere jetzt nochmal, falls das auch für die Einstellungen galt. Und ja. Das ist Inventar. Okay. Inventory.
Team ist leer, das wissen wir. Das werden wahrscheinlich diese Dinger sein, womit man die Nexo-Monster fängt, denke ich. Aber das lernen wir noch kennen. Okay. Okay, gut. Laufen wir mal ein bisschen. Da haben wir schon so einen Teil. Kriegen wir darüber auch eine Info eventuell. Okay, Nexo-Trap heißen die Teile also. Goldene Nexo-Trap, 5 Stück. Ja, und was heißt golden? Ist das Standard? Ist das besser als Standard? Ich hoffe, das lernen wir auch noch kennen. Können wir den Müll durchsuchen, wie bei Pokémon? Nein, anscheinend nicht. Können wir auf den PC zugreifen? Nein, anscheinend nicht. Das ist doch auch ein PC, oder? Oder ist das ein dicker Fernseher, der auf einer Konsole steht? Ich bin mir nicht sicher. Können wir nicht mit interagieren? Mit den Büchern auch nicht? Okay, damit auch nicht. Nee, nee, nee. Okay, gut, gehen wir runter. Aber die Optik gefällt mir schon mal. Die Optik gefällt mir doch schon mal sehr gut, muss ich sagen. Oh, wer ist er denn? Okay, der Herd. Da können wir aber nicht hinter. Okay, du hast einen Trank gefunden. Haben wir erstmal den Kaffee aus der Tasse geklaut. Einfach Trank, Trank. Okay, Kaffee ist Trank. Oder was auch immer in der Tasse war. Vielleicht war ja auch ein Trank, Trank drin. Okay, wir können nicht sitzen. Können wir irgendwie Kühlschrank interagieren? Nein. Okay. Vater. Okay, das ist unser Vater. Das Gerät funktioniert wunderbar, Sir. Es ist ganz bestimmt fertig zur Auslieferung. Sollen wir? Warum hat der Elfenohren? Der Typ ist Nexomon. Wir haben 5 von diesen Nexo-Traps. Komm, wir fangen den Typen. Weil unsere Eltern haben nicht so Elfenohren. Warum hat der Elfenohren? Okay, egal. Erstmal egal. Vielleicht finden wir das ja auch noch heraus. Mein erster heißer Tipp ist, der Typ ist selber Nexomon. Oder ein Dämon. Aber irgendwie ist das ja hier in der Welt das Gleiche, wenn das große böse Fieder aus dem Himmel kam und so. Naja, okay. Fragezeichen, 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 Fragezeichen sagt, ich werde es mir ansehen, zeig es mir. Natürlich, bitte folge mir, sagt unser Vater. Ist das unsere Schwester, ist unsere Mutter? Ist die Assistentin unseres Vaters? Man weiß es nicht, wir erfahren es jetzt gleich, denke ich. Okay, das ist unsere Mutter. Die ein bisschen was von Bulma hat, aber nur weil wegen Wissenschaft und Scouter. Ansonsten eher weniger. Aber okay, Mutter. Oh, hat dich der Lärm geweckt, Schatz? Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Es ist nur ein weiterer Test unserer neuesten Erfindung. Das erinnert mich. Ich glaube, Ellie hat nach dir gesucht, Schatz. Warum gehst du nicht raus und suchst sie? Sie will dir vermutlich ihr neues Spielzeug zeigen. Wie aufregend. Das mit den Emotionen über den Köpfen, das mag ich. Aber ich will tatsächlich noch nicht raus, Mutter. Ich bin Stubenhocker, Mutter. Ich bin ein Hikikomori-Mutter. Weißt du, was das ist? Ein Hikikomori-Mutter. Nein? Benutzt Google. So. Ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das Laufen irgendwie. Ja, ich weiß auch noch nicht genau, ob ich Steuerkreuz nehme oder Dings, aber ist auch erstmal egal. Jetzt ist hier gerade 3D-Analog-Stick. Okay, wir können mit wenig interagieren, das ist ein bisschen schade. Warte! Dein Vater ist gerade in einer sehr wichtigen Besprechung. Gehst du da... Was? Gehst du raus und spielst ein wenig mit Ellie? Nee, ich will ja jetzt in den Keller. Mutter. Nö, sie lässt uns tatsächlich nicht. Ja, ja, warte, dein Vater, Ellie. Gut, treffen wir uns mit Ellie. Das ist okay für mich. Oh, wow. So, da laufe ich wie ein Besoffener. Lustigerweise komme ich jetzt gerade auch aus der Ausnahme vom Drunken Dead Simulator. So. Bleib weg von uns. Das ist Ellie, okay? Mit der Robo-Eule. Und der da sieht aus wie so ein Cyber-Shaozu oder so. Also jetzt in dieser Chibi-Ansicht. Und okay, Ellie sitzt im Rollstuhl. Ist Ellie unsere Schwester oder eine Freundin? Oder vermutlich eine Freundin, ne? Sonst hätte Mutter ja gesagt, geh zu deiner Schwester oder so. Vielleicht. Obwohl, meine Eltern würden auch eher sagen, geh zu...
Ela, anstatt zu geh zu deiner Schwester. Okay, bleib weg von uns. Du kannst dir Atlas nicht nehmen, er gehört nicht dir. Okay, ein weiterer Dude, der sehr dämonisch aussieht. In dieser Ansicht auch tatsächlich bedrohlicher als in der Shibi-Ansicht. Ich gehe ohne diesen Roboter nirgendwo hin. Geh weg! Komm zurück! Ich liebe das mit den Emojis über den Köpfen, das ist so cool. Ich habe Nein gesagt. Oh, wir sind auch angry. Direkt aufs Maul. Oh, er hat eine Xbox verloren. Kristalledition. Was ist dein Problem, Kind? Guck, da drüben. Er hat einen Nexomon-Container fallen gelassen. Xbox. Ich wette, den hat er auch gestohlen. Wir müssen ihn uns zurückholen. Hey! Der gehört nicht dir. Zieh die da dran. Warum bist du so stark? Ich hab trainiert, Bruder. Und ich esse immer schön Magerquark, Bruder. Und Fleisch, Bruder. Und grünes Gemüse, Bruder. Atlas, das ist deine Chance. Ja, Meister Ellie. Miep, miep. Hier komme ich. Ah, miep, miep. Was macht dein bescheuerter Roboter nun? Das war wohl ein Schuss in den Ofen. So sollte die Folge heißen. Okay. Wir sind voll begeistert, ey. Schnell, wir müssen uns das Nexomon zurückholen. Welches Nexomon? Okay, das meinten die mit Container. Ach, sind das die Starter? Nexomon Selection. Bitte wähle dein Nexomon aus. Das ist die schwerste Wahl meines Lebens als 31-Jähriger gerade. Es ist immer die schwerste Wahl. Okay, was das heißt, weiß ich nicht, Pfote. Könnte normal heißen. Ich habe keine Ahnung. Könnte Gestein sein, könnte Luft sein, also Flug oder so. Wasser ist anzunehmen, Feuer, Elektro und Pflanze. Also, Volazi, Blizzo, Phaedra, Bibi, Sprunk, GTA 5 und voll im GTA RP, Sprunk. Okay, Velocity oder Petriel. Petriel finde ich tatsächlich von allen am hässlichsten. Meine Favoriten sind irgendwie... Ja, Velocity, Bibi, Phaedra und Volazi. Ich weiß halt nicht, ob wir später alle kriegen können noch. Okay. Wir können es aber auswählen für weitere Infos. Sehe ich jetzt erst gerade. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, okay, Typ normal, habe ich richtig geraten. Seltenheit 5. Dann gucken wir uns doch mal die Infos an. Mineral, also quasi Jagestein. Boden. Ja, wohl eher Boden, ne? Mineral. Mhm. Wind. Seltenheit 5 werden die alle haben, ne? Ja. Da habe ich nämlich hier gerade gar nicht drauf geachtet. Wasser. Warum auch immer das nicht mit Wasser übersetzt wurde. Fire, okay, ist auch. Aber ist ja auch egal, wir wissen ja, was es heißt. Elektro, ist klar. Electric. Und Plant. Okay. Wer auf jeden Fall raus ist, ist Blizzo, Sprunk und Petriel. Und sorry, dass ich so lange brauche, mich zu entscheiden. Ich würde voll gerne wissen, was aus denen wird. Also wenn es denn hier auch wie bei Pokémon Entwicklungen gibt. Das weiß ich nicht. Ich bin komplett ungespoilert bei dem Spiel. Volazi. Mann. Und alle denken sich so, Prank, jetzt wähl doch einfach irgendeins aus, verdammte Scheiße.
Ja, aber das soll gut überlegt sein. Ha. Huh. Normales ist irgendwie lame, ne? Aber nur weil es bei Pokémon eventuell der Fall wäre, heißt es nicht, dass es hier so sein muss. Gucken wir jetzt nochmal kurz an HP 108 und so, aber das ist, glaube ich, auch bei allen ziemlich ähnlich, ne? Ja, darauf kommt es nicht an. Ich nehme ihn. Und ich hoffe, wir bereuen es nicht. Du hast dein erstes Nexomon erhalten. Ja, hey! Was hast du mit meinen Partnern angestellt? Vergiss es. Ich weiß, da stand nur Partner, by the way. Vergiss es. Ich kann es sowieso allein mit dir aufnehmen. Du hast keine Chance gegen meinen Nexomon. Benutze das Nexomon, das du gerade bekommen hast, Miep Miep, um gegen ihn zu kämpfen, Miep Miep. Action-Kampf! Du wurdest zu einem Nexomon-Kampf herausgefordert. Yeah, klobig. Okay, sein sieht aber cool aus. Okay, Bite. Beiße deinen Gegner und verursache hohen Schaden und Schmerzen. Was ist das? Windkugel. Richtet eine Kugel aus Wind auf den Gegner, um ihn zu durchbohren. Das klingt brutal. Okay, Schlaf. Richte einen Schlafzauber auf deinen Gegner. Und eine weitere Attacke kann er noch nicht. Ich würde gerne probieren, was passiert, wenn wir versuchen, den zu fangen. Ob es so ist wie bei Pokémon, die sagen, du, das ist böse. Man darf nicht klauen. Aber ich probiere es, glaube ich, auch lieber nicht aus. Ich behalte lieber das Item. Ich denke nämlich, das wird wie bei Pokémon sein. Team, wir haben noch kein Team. Okay, ich würde sagen, wir probieren einfach mal beide Angaben, ne? Ja, Pranke. Attacken aus. So, Ratapon. Wir beißen dich mal. Okay, das ist schon sehr Pokémon-esque. Aha. Erschütternde Schläge. So, dann durchbohren wir ihn mal mit Wind. Das sieht dann so aus. Scratch. Alles klar. Und dann hauen wir ihn den nochmal rein. Bam. Und weg ist er. Okay. Geld. 266. Willst du mich verarschen? Gib dir einfach um, okay. Alle freuen sich, außer er natürlich. Er sieht Sterne. Gab sogar eine Errungenschaft. First Battle. Das war beeindruckend. Unmöglich, dass das wirklich dein erster Nexomon-Kampf gewesen sein soll. Hehehe, verlegen wie Tony Chopper bei One Piece. Oh, das ist richtig. Ich sollte dich meiner neuesten Erfindung vorstellen. Das ist Atlas. Also doch keine Eule, wie angenommen, by the way. Hey, ihr. Du wirst ihn lieben. Lass mich dir zeigen, was er kann. Oh, da kommt der Dämon. Was haben wir denn hier? Die Mucke ist geil. Er ist der Nexolord. War zu erwarten bei den Spitzohren. Guckt ihn euch an, den alten Teufel. Der beste Nexomon-Bändiger in der Welt, gewiss, der Nexolord. Und du musst... Okay, ich denke, das ist im Moment nicht wichtig, oder? Selbst ich kann nicht auf alle Schwächlinge an diesem kleinen Ort aufpassen. Ist das dein Nexomon-Kind?
kam uns so zugeflogen, lieber Herr Nexolord. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich bin ja, wie Sie gerade schon sagten, nur ein Kind. Also bitte gehen Sie jetzt und lassen mich spielen mit meiner Freundin. Okay, Nexolord. Es gehört nicht zu dir, oder? Ertappt. Du denkst, dass du würdig bist, einen Nexomon zu benutzen? Hast du, was nötig ist, um ein echter Nexomon-Meister zu werden? Komm schon, Kind! Zeig mir, was du kannst! Ja, klar. Na, Oberteufel Piccolo oder was? Der dreht hier richtig am Schlappen gerade. Der Nexolord, ich sag doch, das ist ein Dämon. Du hast den Mut, etwas von mir zu stehlen? Warum hast du jetzt Angst? Behalte das Nexomon, Rotzbengel. Lass es dir immer eine beschämende Lehre sein, wie schwach du bist. Jetzt, wenn du nun so freundlich wärst, mir aus dem Weg zu gehen. Steh auf, Loser! Tritt er den da erstmal an eine Kurve? Ja, mein Lord. Leb wohl, Kids. Betet besser, dass wir uns nicht wieder über den Weg laufen. Ich finde viel beängstigender, dass unsere Eltern irgendwie was mit dem zu tun haben. Aber okay, cool. Cool. Und wenn der wiederum mit unseren Eltern Geschäfte machen möchte, dann ist das irgendwie auch lustig, dass er uns bedroht. Ja. Betet besser, dass wir uns nicht über den Weg laufen. Ja. Okay. Oh, was für ein netter Gentleman. Cool. Sie kann Bunny Hops mit ihrem Rollstuhl. Was stimmt mit dem nicht? Offensichtlich plant er irgendetwas Böses. Wie kommst du denn darauf, Ellie? Also, ich finde, das ist ein ganz netter Typ. Ist dir nichts Seltsames an ihm aufgefallen? Naja, der hat ganz offensichtlich was Dämonisches an sich. Und der hat Spitzohren wie eine Elfe. Vielleicht kommt er auch aus The Legend of Zelda, man weiß es nicht so genau. Wie, dass er den Boden zum Explodieren brachte? Er kommt immer hierher. Es muss mit der geheimen Maschine zu tun haben, die deine Eltern bauen. Vielleicht können wir ihn verfolgen. Bist du verrückt? Diesem Typen folgen? Komm schon, das ist kein Videospiel. Hey, das könnte wichtig sein. Ich denke, du solltest die intelligente Figur in dieser Geschichte sein. Gut. Dann ist hier eine intelligente Idee. Wir sollten uns ein weiteres Nexomon besorgen. Was? Hier lang. Wir müssen uns vor nichts fürchten, wenn wir dem Nexolord folgen. Ich bin mir sicher, dass Atlas dir zeigen kann, wie man ein Nexomon fängt. Ich denke, ich schulde dir was dafür, dass du mich gerettet hast. Miep, miep. In Ordnung, Miep, folge mir, wenn du so weit bist. Weiter! Du wolltest doch immer etwas über Nexomon lernen. Ich werde dich später einholen, okay? Okay. Okay, und ich setze mich einmal ganz kurz anders hin, so. Und guck mich aber erstmal hier im Screen um. Fahrrad. Aber man kann, wie gesagt, mit wenig Zeug interagieren. Können wir wenigstens mit dem Brunnen? Nein. Können wir wieder ins Haus? Okay, das geht.